Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Elex 2 und wir wollten zu Scrappy. Genau. Müssen sie hier irgendwo rumhängen. Dem müssen wir ja die Gasmasken bringen. Ja. Ich habe gerade auf der Karte gesehen, der ist gerade dabei, hier abzuhauen. Also, lauf. Das klingt für mich nach Schwachsinn. Wo ist er denn jetzt? Direkt vor uns? Ich sehe ihn gar nicht. Hey, wer ist das hier? Das ist Scrappy? Ja, der macht da diese Dinger ist er, an. Ach, der macht die Anschläge an. Ja, ja, genau. Bitte schön. Ich hab die Gasmasken, die du brauchst. Du hast echt welche gekriegt? Du bist echt ein Guter, weißt du das? Danke dir. Gern geschehen. Du hast echt so viel für mich getan. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken könnte. Doch, wir wissen es. Weißt du was? Hier, nimm noch was von Fenris Kohle. Hast du dir verdient. Das ist ja wirklich Liebe, Mann. Toll, ja. Okay. Ja. Dann danke und tschüss. So. Dann müssen wir ja zu Chloe, ja? Ja, machen wir die Sache mit Chloe. Ja, hier die Rationen bei Chloe. Das glaube ich nicht. Ja. Und zwar, wo sind wir jetzt? Du bist da, wo ich ist. Da ist Ivan. Ach so, ja, da ist Ivan. Und wir sind da hinten. Wir müssen zurück über die Brücke. Yep. Ich weiß, von wem du redest. Das ist doch nicht dein. Hallo Ivan, lange nicht gesehen. Hey, du! Komm mal her! Hä? Hä? Wer ist ein Wolf? Ich sehe niemanden. Hey, du! Komm mal her! Der hier vielleicht, der hier links steht. Halt, dreh dich mal um, links mal gucken. Meint er, meinst du den? Der da? Das ist doch aber Wolf. Ja, das ist Wolf. Eben. Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Ach, Wolf ist das. Der ist wohl neu hier. Ja. Mein Name ist Jax. Gut. Nächste Frage. Zu welcher Fraktion gehörst du? Zu keiner im Augenblick. Niemand. Ich gehöre niemandem an. Und das ist auch die Wahrheit? Warum sollte ich lügen? Wir werden sehen. Ich behalte dich im Auge. Ja, ja. Wenn du meinst. Na gut. Fragst du jeden so aus? Wir können nicht vorsichtig genug sein. Wir haben hier einige Leute im Fort, die uns nicht ganz wohlgesonnen sind. Da du ehrlich zu mir warst, zähle ich dich mal nicht dazu. Ist aber nett von dir. So oder so müssen wir diese Leute finden. Wir können uns nicht noch mehr Unruhe im Fort erlauben. Abgeschlossen, sprich mit Wolf. Von welchen Leuten sprichst du? Den Typen, die den Anschlag auf Red versucht haben. Ist dir nicht die Propaganda aufgefallen, die hier überall im Fort verteilt wurde? Nö. Diese Flugzettel der Outlaws. Aber die muss ich wohl übersehen. Ja, die habe ich nicht gesehen. Wundert mich, dass du die noch nicht gesehen hast. Die Outlaws haben diese Flugzettel über das halbe Fort verteilt. Warlord Red duldet keine Propaganda in seiner Stadt. Er hat mir den Auftrag gegeben, dem ein Ende zu bereiten. Aha, und er gibt den Auftrag weiter. Du wirst mir das. Dachte ich mir. So. Woher weiß ich, warum weiß ich davon nichts? Ja komm, wir sind freundlich. Warum sollte ich? Ich brauche jemand Außenstehenden, der mir bei den Ermittlungen hilft. Jemand, der nicht sonderlich auffällt. Naja, also. Aha. Außerdem solltest du dich geehrt fühlen, mir bei den Ermittlungen helfen zu dürfen.
Es wird auch nicht zu deinem Schaden sein. Wenn wir das lösen, können wir das obere Viertel wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Also, hilfst du mir bei meinen Ermittlungen? Klar tun wir das. Wir wollen ja auch nach oben. Ja. Sehr gut. Dann lass uns mal loslegen. Ja, also, und was weißt du? Was weißt du über den Anschlag auf Red? Hat Fenris dir nichts erzählt? Ich gebe dir mal die Kurzzusammenfassung. Die Outlaws haben eine Bombe ins obere Viertel geschmuggelt. Der Anschlag ist schiefgegangen. Red hat dort alles abgeriegelt und lässt jetzt nur noch vertrauenswürdige Leute ins obere Viertel. Seitdem ist überall im Fort diese Propaganda aufgetaucht. Mehr weiß ich auch nicht. Und wie finden wir die Quelle? Wie finden wir die Quelle der Outlaw-Propaganda? Wir haben nur die offensichtlichen Hinweise, die die Täter uns hinterlassen haben. Und die wären? Hier, nimm diesen Flugzettel. Und mit diesen Nägeln haben sie die Dinger befestigt. Sieh dir die Sachen mal an. Bin gespannt, ob wir die gleichen Schlüsse ziehen. Wacht auf klingt eigentlich gut, oder? Was klingt gut? Da stand Wacht auf. Ach so, habe ich mal wieder zu langsam geguckt. Das klingt doch eigentlich eher gut. Hä? Lass uns das doch mal lesen. Vielleicht mögen wir diejenigen, welche die Flugzeuge verzeiht haben. Wacht auf, da ist es. Also wir haben hier an neuen Sachen Scrappy Stellenausschreibung. Das sind die Zettel, die wir aufhängen sollen. Oh. Ja, er hat ja auch schon angefangen, die aufzuhängen, oder? Ja, hat wohl schon ein paar aufgenagelt, so, aber wir sollen auch noch ein paar aufhängen. Gucken wir uns das mal an. Und dann wacht auf. Der Duke ist gefallen, das Fort ist gefallen, die Outlaws sind gefallen, die Berserker beherrschen. Ach so, ein Krater. Nee, das sind welche aus dem Krater. Alles Lügen kommt in den Krater. Aha. Schließt euch dem neuen Duke an. Wir werden ihnen zeigen, was wahre Freiheit bedeutet. Na gut. Wir bezahlen also euch für alles, was sie uns dann bringt. Ich dachte, das wären so andere. Na gut. Aber wenn die im Krater sind, sind die ja wahrscheinlich nicht gerade die... die allerbesten Typen. Ja, was und haben wir hier Neues? Ja, das Williams Audio Tagebuch haben wir gehört. So, und wir sind unterwegs zu Chloe, also weiter nach Süden. Gut. Ja, da ist ja schon. Sind wir ja schon fast da. Na, Herr Türsteher. So viele Ohren, die zuhören. So. Okay, Ivan wartet auf die Lebensmittel. Ivan wartet auf seine Lebensmittel. Wer? Der Händler. Welcher von denen? Der Morkorn-Händler. Ach, der. Bei mir bist du da aber an der falschen Adresse. Ach. Er hatte dich aber explizit erwähnt. Und wenn schon. Ich hatte seine Ware. Hatte. Und wo ist sie jetzt? Was weiß ich. Irgendein Arsch hat sie geklaut. Um Ersatz zu kriegen, müsste ich ins obere Viertel. Aber wenn ich dir sage, dass Red es abgeriegelt hat, erzähle ich dir sicher nichts Neues. Das wird Ivan nicht gefallen. Nee. Ich kann's nicht ändern. Solange Fenris den Zugang ins obere Viertel nicht lockert, hat er Pech gehabt. Zaubern kann ich nicht. Ach, was juckt mich das? Ganz schön blöd. Das ist aber blöd. Ich schätze mal, da wirst du dir eine Aufgabe erfüllen müssen, sonst wird das da oben nie geöffnet. Das ist wahrscheinlich auch abhängig von der Untersuchung. Dass du da wieder rein kannst ins obere Viertel. Naja, wir brauchen die Fürsprecher. Dann kommen wir ja oben rein. Das bringt uns nicht viel, nee. Ja, für Scrappy müssen wir die auf
aufhängen. Kann man das hier? Gucken wir doch mal auf die Karte. Ja, guck mal. Da ist Thilas. Dann müssen wir hier hoch und dann rechts rüber. Der ist am nächsten. Da ist Krabby. Für den müssen wir die Dinger aufhängen. Und da unten ist Torheld. Also gehen wir zu Thilas, der ist am nächsten. Dann müssen wir einmal hier durch. Er ist ja gleich hier. Richtig. Und wo geht's da rein? Hier geht's rein. Grüß Gott, Herr Thilas. Ja? Du willst doch bestimmt ein Heilelixier oder eine Salbe. Obwohl, bei deinem Zinken... Hä? Ich werde dir 2 Salben mitgeben. Oh. Wo habe ich sie denn abgelegt? Die letzte Salbe war... Nein, Moment. Warte mal einen Augenblick. Bin gleich wieder da. Aha. Ein etwas merkwürdiger Verstreuter, ha? Ja. Und? Da kannst du wahrscheinlich lange warten. Du hast wahrscheinlich schon wieder vergessen, dass er irgendwas machen wollte. Oder vielleicht würde mich ist er noch wundern. Dabei. Was denn? Ich bin beschäftigt. Wir haben gerade mit dir gesprochen. Du wolltest mir irgendeine Salbe... Ich? Dir? Ja. Eine Unverschämtheit ist das, mir sowas zu unterstellen. Salben muss ich erst wieder zubereiten. Was willst du eigentlich? Arbeit kann ich dir keine geben. Für Kleinigkeiten steht mir ein Gehilfe zur Seite. Und ausbilden kann ich dich nicht. Dieses Anrecht erhält nur mein Lehrling. Ach was. Ich sehe keinen Lehrling. Natürlich nicht. Der Letzte ist an seiner eigenen Unfähigkeit zugrunde gegangen. Bedeutet das, der Posten ist frei? Mitnichten. Du stellst also niemanden ein. Wer behauptet denn sowas? Hast du jetzt einen Lehrling, ja oder nein? Hast du einen Lehrling, ja oder nein? Paradoxerweise trifft beides zu. Aber nun entschuldige mich. Nee, also komm. Wir hatten ja alles geklärt. Haben wir nicht? Nein. Hä? Nochmal. Er kann es nicht lassen. Ja, er kann es nicht lassen. Was ist jetzt schon wieder? Wenn wir nochmal über den Posten... Lass uns noch einmal über den Posten als Lehrling reden. Deine Penetranz ist ja kaum zu ertragen. Ich muss wohl deutlicher werden. Erstens, ein neuer Lehrling ist bereits auf dem Weg hierher. Aha. Zweitens, er hätte längst eintreffen sollen. Und drittens, du kannst mir dabei helfen, dass dieser Umstand geändert wird. Nein, gib mir den Posten. Okay, was habe ich davon? Was habe ich davon, dir zu helfen? Ist dir klar, dass jeder von unseren Tränken profitiert? Für Egoismus und Kleingeisterei ist bei mir kein Platz. Hilf der Allgemeinheit, dann hilfst du dir selbst. Bezahlen nicht den Posten und dein Problem hat sich erledigt. Und deine Referenzen? In der Alchemie sind eine ruhige Hand und Sachverstand unumgänglich. Du bist ein Mann fürs Grobe, das ist offensichtlich. Solltest du jedoch das berechtigte Interesse hegen, mir den nötigen Beistand zukommen zu lassen, heiße ich dich willkommen. Ein wenig deutlicher musst du schon werden. Himmelsakrament noch eins, ich vermisse meinen Lehrling, spür ihn auf. Na, endlich, Klartext. Kannst du mich unterrichten? Natürlich nicht. Meine Zeit ist immerhin eine endliche Komponente. Und ich möchte es mir ersparen, dich erneut über ihren Wert aufzuklären. Ein einfaches Nein hätte gereicht. An einen Flegel wie dich wäre mein Wissen sowieso verschwendet.
Wie kommt es überhaupt, dass jeder Stümper denkt, meine Forschungsergebnisse wären Allgemeingut? Ich könnte dich bezahlen. Naja. Ich sagte doch schon, dass der Wert meiner... Jetzt halt die Luft an und nenn mir deinen Preis. Nun gut. Wir wollen ja keine Staatsaffäre daraus machen. Wenn ich dir ein paar Grundlagen beibringe, darf ich wohl annehmen, dass du mich nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit behelligst. Bezahl mich und ich werde sehen, was dein Verstand fassen kann. Verkaufen werde ich dir allerdings nichts. Such dir dafür einen anderen Gelehrten. Na gut. Bring mir etwas bei, kann ich erstmal sagen. Ja. Bring mir etwas bei. Wir wollen ja wissen, nun, was er welches Fachgebiet lernen kann. Sein? Ja. Also, das kann er nicht, aber das extra Lebenspunkte, das ist schon mal gut und Regeneration ist noch viel besser. Mhm. Aber da braucht man schon 60 Konstitution und dreimal extra Lebenspunkte. Oh, billig ist er auch nicht gerade. 500 naja, Elixid für die erste Stufe schon und es wird immer teurer. Natürlich. Aber was haben wir hier? Tränke effektiver nutzen. Na gut, das ist Luxus. Aber Chemie, extrem wichtig. Naja, ist wenigstens nur 250 die erste Stufe. Braucht aber schon 25 Intelligenz. Und du hast nur 10, oder wie? Ja, na gut, wir helfen dir. Ich helfe dir, deinen Lehrling zu suchen. Einen derartigen Elan habe ich erwartet. Sieh dich im Westen von Tavar um. Da er aus Goliath aufgebrochen ist, müsste er dort irgendwo zu finden sein. Konkreter kann ich nicht werden, bin schließlich kein Hellseher. Hm? Ja, und wie sieht er aus? Wie sieht dein Lehrling denn aus? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, ob es sich zwingend um einen Mann handelt. Wie alt? Nach dem Alter habe ich mich nicht erkundigt. Kleidung? Heutzutage zieht sich doch jeder an, wie er will. Das sind Details sekundärer Natur. Kannst du mir überhaupt etwas sagen, das bei der Suche hilft? Nein. Nun werd mal nicht unverschämt. Ich habe doch gesagt, du sollst dich im Westen nach ihm umsehen. Toll. Und jetzt muss ich wirklich zurück an die Arbeit. Ah, die Hinweise, die waren wirklich gut und wichtig. Ja, ja, ist in der Beziehung. Ja. So. Ja, wir sollten ja Zettel aufhängen, richtig? Ja, dann machen wir erstmal das. Dann machen wir jetzt erstmal die Zettel. Solange wir noch hier sind, machen wir das. Ja. Minenarbeiter für Scrappy war das. So. Wo bin ich denn? Ah, ich bin hier. Also, ja, kannst wieder du zurück zu Chloe. Na gut, also wieder zurück über die Brücke. Psst. Du da, komm mal rüber. Hank, wo ist Hank? Wer ist Hank? Da, der hier vielleicht. Ja, das ist Hank. Ha? Hast du es an der Torwache vorbeigeschafft, was? Klar, kennt man das. Noch nicht, aber ich arbeite daran, das zu ändern. Schließlich haben wir was gemeinsam. Ja, was denn? Und was soll das sein? Und was soll das sein? Na, du stehst hier und ich. Ja, das ist gut. Beiseite. Ich bin Hank. Und wenn ich richtig liege, musstest du dich ziemlich abstrampeln, um hier reingelassen zu werden. Ich weiß nur zu gut, was das heißt. Habe damals bei den Shorties gearbeitet, damit ich rein durfte. Deswegen will ich dir ein Angebot machen. Etwas Starthilfe kann ja nicht schaden. Klingt nach einem krummen Geschäft. Ja. Klingt nach einem krummen Geschäft.
Wenn ich ein Halsabschneider wäre, hätten mich die Wachen längst rausgeworfen. Ja. Du kannst also beruhigt sein. Aber zum Geschäft. Splitter sind bekanntlich eine feine Sache, man kann aber auch anders bezahlen. Ich zum Beispiel tausche Zeug. Die Dinge, die dann für mich abfallen, setze ich gewinnbringend um. Da man aber manchmal nicht um Splitter herumkommt, bitte ich dich um eine kleine Investition. Betrachte es als Vorschuss auf zukünftige Geschäfte. Danach kannst du von Zeit zu Zeit Gegenstände bei mir eintauschen und ich gebe dir etwas von stattlichem Gegenwert. Hm. Soll man dem Outlaw trauen? Außerdem haben wir sowieso nicht genug Geld. Wir müssen noch genug Geld für die nächste Ladung Pfeile behalten. Ja, du musst ja jetzt auch keine Entscheidung treffen, oder? Okay, fragen wir mal. Ich muss dich bezahlen, damit du mit mir tauschst? Nur nicht so enttäuscht, es lohnt sich für dich. Die Splitter, die du mir gibst, wende ich dafür auf, interessante Gegenstände zu besorgen. Ich rede nicht von dem Abfall, den man am Straßenrand findet. Mir geht es um Raritäten, kostbare Einzelstücke. Du hast mein Wort. Schlag ein und ich liefere dir Zeug, das kein anderer im Angebot hat. Nee, das, da denkt man drüber nach. Ich nehme an, er ist länger noch. Ich nehme auch an, dass er erstmal noch hier ist. Halt, ich wollte doch. Das sah ihm aus wie Pfeil oder irgendwas, was hier rumliegt. Was ist denn da unten? Was liegt denn da? Aha, ist hier im Haus drin. Das ist im Haus drin. Kann man vergessen. Ja, ich glaube, die finden das nicht gut, wenn man die Häuser ausräumt. Ich wollte doch zu Chloe, oder? Zu Chloe? Da war man nicht da. Hatte ich die nicht markiert? Hm. Bin ich hier überhaupt richtig? Nein, Chloe ist doch da drüben, in dem anderen Viertel. Mann, der hat mich jetzt völlig verwuschelt, dieser Typ. Also mir ist es eigentlich ehrlich gesagt egal, ich lasse mich da eher so treiben. Weil du das ja eben machst, gucke ich gar nicht großartig. So. Hier sind überall so verführerische Sachen, wo man meint, man könnte die ganz leicht klauen. Ja, ja. Das ist schon nicht so einfach, daran vorbeizugehen. Und schon hat man alle Wachen am Hals. Nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier wieder reinkommen können. So ist es. Und wo ist hier ein Anschlagbrett? Ah, ich sehe es sogar schon. Scrappys Haushalt. Scrappys Haushalt. Anbringen. Haushalt. Na, anbringen. Haushalt. Hast du gerade gemacht, genau. Mhm. Vorsicht, Banditen-Shit hier. Gruppe Banditen hat sich in der Nähe des Forts breit gemacht. Aha. Sollte das Beutegut dennoch unten mal aufgeraten, ist es bei Garde am Tor abzuliefern. Na, hoffentlich. Aha. Naja. Hey, liefert er es dann auch ab. Ich habe, als ich rumgelaufen bin, ein paar Banditen umgelegt. Aha, das war's dann wohl. Und da habe ich eine Beutetruhe gefunden. Das könnte die sogar sein. Ah, und das ist wieder dieser Zettel. Mhm. Na gut, unseren Zettel haben wir aufgehängt. Dann guckt mal aufs Kärtchen. Da ist Scrappy, ja. Scrappys Aushang müssen wir hier anbringen. Oh ja. Dann markieren wir uns den Platz mal. Ich sollte mal wieder speichern, ne? Bei diesem Spiel hier kann man gar nicht oft genug speichern. Auch leer. Und die? Ebenfalls. Hä? Komisch. Hä? Wo sind die denn? Die da sprechen gerade. Sind das die Federvieh? Nein, die sind es natürlich nicht. Die haben keinen Namen. Ich glaube nicht, dass die Federvieh sprechen. Die heißen nur Federvieh. Wer oder was ist Bobby?
Hm? Weiß ich nicht, geh doch da rein und guck. Bist du das? Das ist ein Türsteher. Ja, das ist Kreh, also. Kneipe von Chloe. Egal. Egal, genau. Haben sie vielleicht im Busch versteckt? Wir Guck mal, was liegt denn da im Wasser? Pepe konnte jetzt gerade nichts sagen, weil er nämlich husten musste. Ja. Und ich habe deswegen auch nichts gesagt. Guck mal, was liegt denn da? Wo ist... Ach, da! Hey. Mhm. Vorsicht, Banditen! Skreppes Aushang anbringen. Ja. Erledigt. Gut. Na gut. Ist das so. Alles? Haben wir die alle untergebracht? Gut. Nein. Noch nicht. Da haben wir noch einen. Aber. Da wollen wir mal sehen. Ob wir vielleicht aus Versehen die Banditen schon mal umgebrungen haben. Ach, sowas machen wir nicht. Doch nichts aus Versehen. Ah ja. Wie es schon klingt, aus Versehen jemanden umgebracht. Wo laufe ich wieder hin? Keine Ahnung. Ich dachte, du auch wüsstest nicht. Wo, aber... Ich dachte, es reicht, wenn ich schon keine Ahnung habe. Nö, wenn du so rumläufst, ist mir das auch egal. Lauf halt rum. Da ich sowieso nicht weiß, wo du genau hin willst, werde ich auch nichts sagen. Ich will zum Tor. Ja, es gibt das ja einige. Das ginge aber viel leichter, wenn ich schlicht und einfach hier zum Teleporter springe. Halt dann brauche ich mich nur einmal umdrehen und schon bin ich bei... Du denkst an deine schlanke Brabant Linie. Brabant oder wie er heißt... Aber wenn man nur rumspringt und nicht läuft, dann wird man halt dick. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber müsst ihr mit ihm sprechen? Ja, stimmt. Ja. Die Wertsachen. Das habe ich den Banditen abgenommen. Du? Wie zum Henker hast du das angestellt? Tja, wie wohl, du Blödi. Fragen zu stellen, solltest du mich auszahlen. Vergiss nicht, wer vor dir steht. Ja, das vergessen wir schon nicht, du Knallerbse. Eigentlich heiße ich solche Alleingänge nicht gut. Aber ich erinnere mich nicht, dich davor gewarnt zu haben. Also hast du dir die volle Summe verdient. Ja. Aber warte mal, ich sehe da eine Gelegenheit. Für dich? Was liegt an? Dass du mit ein paar Banditen fertig wirst, hast du gezeigt. Aber angenommen, es wird eine Nummer größer. Packst du das auch? Riesenwüchsige Banditen? Wüchsige Banditen, kein Problem. Witzbold, ich rede von einem Unhold. Ja, irgendwann im Laufe des Spiels. Drei unserer besten Krieger auf dem Gewissen. Dabei war ich mir sicher, sie schaffen uns das Problem vom Hals. Ich brauche also jemanden, der sowohl Muskeln als auch Verstand besitzt, um diese Aufgabe zu erledigen. Na ja. Wegen des Unholds. Ja, warum kümmern sich die Jäger nicht drum? Warum kümmern sich eure Jäger nicht darum? Die? Leben und leben lassen, wenn ich das schon höre. Astrid ist der Meinung, wir hätten das Mistvieh provoziert und es ist unsere Schuld, dass es nun Probleme macht. Hm. Aber sollen wir zusehen, bis das Ding vor unseren Toren Quartier bezieht? Dann steigen uns die Sätze aufs Dach. Also habe ich nach Absprache mit Fenris beschlossen, ein paar Krieger abzustellen. Ein Fehler, wie sich gezeigt hat. Keineswegs. Wer handelt, kann scheitern. Nur wer nichts tut, macht sich schuldig. Ach. Mhm. Na gut, wo treibt er sich denn rum? Wo treibt er sich herum? Versuch es nordwestlich der Setzlingsfelder.
Wie gesagt, das Vieh kommt uns gefährlich nahe. Wenn du ganz sicher gehen willst, such Astrid auf. Die weiß es bestimmt genauer. Gut, mit der wir mal reden. Vielleicht schaffst du es sogar, sie zu einer gemeinsamen Jagd zu überreden. Gut. Na gut. Ich kümmere mich um uns. Wir gehen aber erstmal zu Astrid. Ein Spaziergang. Ja. Wenn du es auf die leichte Schulter nimmst, hast du besser dein Testament gemacht. Ja. Aber was rede ich? Du weißt sicher, worauf es ankommt. Geh und erledige das Vieh. Ja, wir werden mal mit Astrid reden. Würde ich auch sagen, aber die Folge ist sowieso... Aber jetzt müssen wir sowieso erstmal... Ja, und es ist sowieso zu Ende. Wir haben Ach so. Wir haben die Zeit erreicht. Na, wir haben ja sowieso noch einen Zettel aufzuhängen. Das können wir dann noch machen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Genau, würde ich auch sagen. Okay, bis dann. Gut, bis dann. Ciao. Tschüss.